da zwischen den Klammern ein Multiplikationspunkt steht und innerhalb beider Klammern mindestens ein Plus oder mindestens ein Minus zu erkennen ist, wenden wir die doppelte Distributivität an. Die doppelte Distributivität ist eine direkte Konsequenz der einfachen Distributivität. Also rechnen wir zuerst dieses Produkt, wir achten sehr auf das Vorzeichen, plus mal plus ergibt plus, so. Anschließend rechnen wir dieses Produkt, plus mal minus ergibt minus, also entsteht minus dieses Produkt. Der dritte Term ist dieses Produkt, plus mal plus ergibt plus. Und der vierte Term, das ist dieses Produkt. Plus mal minus ergibt minus. Also so. Um die einzelnen Produkte in den vier Termen zu berechnen, wenden wir diese Potenzformel an, die besagt, dass man die Exponenten in diesem Fall addieren soll. Schauen wir im ersten Term. Wir haben hier a hoch 2 mal a hoch 3, das macht a hoch 5. Der erste Term ist also 2 mal a hoch 5. So. Jetzt der zweite Term. Wir haben minus 2 mal 5, das macht minus 10. Dann haben wir a hoch 2 mal a hoch 1, das macht a hoch 3. Und hintendran bleibt noch der Faktor b. Also so. Im dritten Term brauchen wir diese Formel nicht. Der dritte Term ist ganz einfach 3 mal a hoch 3 mal b hoch 4. So, im letzten Term haben wir minus 3 mal 5, das macht minus 15, mal a mal b hoch 4 mal b hoch 1, also mal b hoch 5. Und so entsteht der letzte Term und diese Übung ist schon beendet.